Bürgers. Ich habe gerade vom Festkomitee Schwurbelerlaubnis bis Mitternacht gekriegt. Mal gucken, was so geht. Ja, wenn man die Beiträge hört und sich tagtäglich die Nachrichtenlage anhört, der Motor geht ja gar nicht aus, er wird ja gar nicht kalt. Ich will aber auf das eingehen, was hier gesagt wurde, diese WHO-Geschichte. Ja, die Japaner, da sind welche, die haben es begriffen, die sind auf der Straße. Hier wird es ja nicht einmal kommuniziert, weil sich immer mehr herausschält, dass dahinter denn doch ein lang angelegter Generalplan stecken kann, stecken mag. Wir können es ja immer nur aus der Froschperspektive sehen, aber alle Pläne, die nach Allmacht greifen, die zur Weltherrschaft greifen, die Menschen ausrichten wollen nach einer Gedankenwelt, sind historisch gescheitert. Und das ist das, was mir den Mut gibt, zu sagen, zu behaupten, sie werden auch diesmal sich blutige Nasen holen, das ganze Ding wird scheitern und am Ende werden sie mit den Fingern aufeinander zeigen und sagen, ich war nicht dabei, ich habe es auch nicht gewusst und ich wollte es sowieso nicht. Sie haben die Hosen jetzt eigentlich schon bis zum Anschlag voll, weil sie keinerlei Kennzahlen erreicht haben von dem, womit sie ihre Politik positiv begründen könnten. Warum fliegt der Bundeskanzler nach China? Der fliegt dorthin, um die Chinesen höflichst zu bitten, keine E-Autos mehr zu Dumpingpreisen in Europa zu platzieren. Die Häfen an den europäischen Küsten, die Autos verladen, sind flächendeckend voll. Das heißt, die haben uns zugeschissen mit den Karren. Die kauft keiner, die will keiner. Und dieses Strohfeuer am Anfang mit der Förderung, als die Förderung aufkam, haben die Leute sich das als Zweit- oder Drittwagen vielleicht privat zugelegt. Der Rest ist an Firmen und Institutionen gegangen. Ich fahre die Kiste auch dienstlich. Ja, für den Stadtverkehr, mein Gott, ja, aber mir muss keiner sagen, dass es das auch nur irgendwie einen Grund gibt, dass es das umwelttechnisch, verkehrstechnisch irgendwie eine Begründung gibt, sämtliche Produktionszweige daraufhin auszurichten, alles, was da an Produktionsketten dranhängt, zu vernichten. Das ist ja die Konsequenz. Man hatte sich wahrscheinlich ein riesen Geschäftsfeld ausgedacht mit dieser Modernisierungszwang in den Häusern, mit dem Neuanschaffen von E-Autos, mit der Umstellung der gesamten Gesellschaft. Das ist aber zu kurz gesprungen. Es muss auf der anderen Seite immer den Kunden, den Käufer geben. Wer versetzt uns denn in die Lage, an diesem komischen Irrenmarkt teilzunehmen? Den haben wir nicht. Und jetzt haben sie festgestellt, das System, was wir da angefangen haben, funktioniert nicht. Und jetzt stehen die Karren rum. Jetzt verweigern die Leute, das Geld in die Häuser zu stecken, in neue Heizungen zu stecken. Und gleichzeitig, das Paradoxe ist, trotz Inflation steigt die Sparquote. Das heißt, die Leute halten aus lauter Angst das Geld, was sie verdienen, was sie noch ankommen, was sie nicht unmittelbar für den Lebensunterhalt verbrauchen, halten sie zusammen. Also sie haben an allen Ecken wirklich alle ihre Parameter verfehlt. Denn so kann ja kein Wirtschaftswachstum in Gang kommen. Schuld daran ist die Art der Kommunikation. Sie haben von oben herab den Leuten suggeriert, es ginge um die Weltrettung. Ist bei großen Geschichten, bei Weltpolitik immer so, es muss gleich die ganze Welt gerettet werden. Und jetzt hat man dieses Feuer nochmal versucht. Ich habe gestern schon mal lauthals dazu. Der wärmste, der heißeste Februar, der heißeste Schnee. Es wird seit gestern schon wieder getrommelt von irgendwelchen Doktoren, Professoren, Institutionen und in die Köpfe der Leute gehämmert, dass wir ja in einer Hitze leben. Leute, mag sein, ich habe gestern in Greifswald auch schon die ersten mit kurzen Hosen rennen sehen. Mag sein, dass die das nicht wissen. Wenn ihnen gesagt wird, draußen ist es warm, dann gehen die raus und dann müssen die da auch nicht mehr irgendwie, wenn die eigenen Synapsen komplett ausgeschaltet sind. Wenn du für alles eine App hast, dann kannst du auch nicht mitkriegen, in welcher Jahres- oder Tageszeit du lebst. Dann muss dir das gesagt werden von außen.
So, das ist genau die Klientel, die sich für alle ihre Ziele wünschen, die alles auf Kommando hinnimmt, alles auf Kommando macht. Aber welche Bewegung haben wir denn? Wir haben die genau entgegengesetzte Bewegung, die Institutionen wehren sich. Nehmen wir die Handwerkskammern, die IHK, die Bundes-BDI, der Präsident von der Wirtschaft. Alle wehren sich gegen diese verrückte, irre Vernichtungspolitik in der Wirtschaft. Ja, das findet hinter Türen statt, selten mal vor einem Mikrofon. Aber da wird Klartext gesprochen. Es werden ja Milliarden Gelder vernichtet. Man wollte die Firmen animieren, in diese Zukunftsfelder der Zukunftsregierung zu investieren. Und genau das passiert nicht. Sie halten zurück. Die Hersteller von Heizungen werden entweder verkauft oder lassen fluchtartig das Land. Die Hersteller der Automobilindustrie sichern sich ihre Tantiemen, indem sie sich auf den amerikanischen und chinesischen Markt orientieren. Warum ist das wohl so? Wer hier in den nächsten 20 Jahren ein Auto fahren möchte, kauft sich dann wahrscheinlich irgendein Tsing Chong Chung. Achso, übrigens, deutschlandweit werden jetzt hier chinesische Spione festgenommen. Ihr könnt gleich mal rüberrücken, dann haben wir das sortiert. Dann brauchen wir da nachher nicht mehr so lange. Und die für die Russen gehen bitte auf die andere Seite, ja? Ist das nachher einfacher zu sortieren. Ja, unsere staatlichen Organe haben es schwer genug in diesen Zeiten mit diesem renitenten Volk. Und man muss ihnen auch mal ein bisschen zur Hand gehen. Das kann man auch mal so sortieren. Die haben das so bitter nötig, die müssen sich wirklich selber in den Medien loben. Die müssen sich hinstellen und sagen, was für ein toller Hecht sie doch sind, dass sie dann nur wieder irgendjemanden abgreifen konnten. Nein, das ist ihre Aufgabe. Nur dafür sind die geschaffen worden. Loben wir uns täglich oder werden wir täglich gelobt, weil wir zur Arbeit fahren? Nee, wir werden bloß ausgenommen wie eine Weihnachtsgans. Ihr habt das gesehen? Ihr habt das gesehen, die FDP. Der steht das Wasser bis zum Hals. Sie kann weder vor noch zurück. Ergebnis ihrer Politik, des Festhaltens an der Ampel. Und jetzt geht das Hauen und Stechen los. Jetzt will keiner mehr der Schuldige sein. Es kommen Wahlen. Und jetzt kommt ein 12-Punkte-Programm. Und dann sage ich mal, wenn der Lindner feststellt, dass zu wenig gearbeitet wird, stimme ich ihm zu. Im Bundestag wird offensichtlich deutlich zu wenig gearbeitet. Aber wenn dieser Mensch sich mal so ein bisschen in die Ebenen des Landes begeben würde und mal einfach mal ein bisschen Statistik gucken würde, das Durchschnittsalter in Deutschland sind 69, und Jahre und er macht den Vorschlag, bis 72 zu arbeiten. Mit dem Durchschnitt ist das immer so eine Geschichte. Ja? Sie haben den Mumm, den Leuten, die hier am meisten Lasten tragen, die alles erdulden, die mit Masken gegen Masken demonstrieren, haben wir ja gemacht, die ignorieren sie und sie hauen drauf, wo immer sie einen Punkt finden. Und am Ende, wenn es ans Ernten geht, wenn es ans Einsammeln geht, dann fangen sie an, sich solche Grütze auszudenken. Die Spitzenkandidatin, Frau Flack-Zimmermann, die Nerven liegen doch so blank. Sie hat den Kontakt zur Bevölkerung. Irgendwo Thüringen, war Sachsen-Anhalt. Sagen Sie mir mal Ihren Namen. Sagen Sie mir mal Ihren Arbeitgeber. Da müssen wir mal reden. Wenn Ihnen nichts weiter einfällt, ja. Nun stellt euch vor, die Leute hätten die Macht, uns mit Nummern zu kennzeichnen, im öffentlichen Raum festzustellen, wer wir sind, ohne dass sie uns polizeilichen Maßnahmen unterziehen. Hier würde doch keiner mehr trauen, sich einen Mund aufzumachen. Ja? Wir müssen verhindern, bevor diese kruden Gedanken, dass sie solche Gewalt über die Menschen kriegen, müssen wir die Zeit hier nutzen, müssen wir uns gerade machen und uns zeigen und sagen, wir haben keine Angst vor euch. Ja, die Welt schreibt heute, dass in Deutschland ein komisches Klima herrscht, dass die Leute immer, vor allem die Jugendlichen, immer ängstlicher, immer zurückhaltender, sich nicht trauen und, und. Ja, wer hat dieses Klima geschaffen? Das ist ja nicht durch Wetter passiert. Dieses Klima der Angst ist durch die Nachrichtenlage gekommen, aber auch da eine gegenteilige Wirkung, eine andere Wirkung, als sie sich erhofft haben. Sie haben gedacht, mit den Klimaklebern,
erreichen sie mit der Generation das allerletzte eine Zuversicht, dass die Leute sich da alle hinten dranhängen. Ja, das ging, wie um Freitag schulfrei ging, noch gut. Aber als es darum ging, mehr zu zeigen, war die Luft raus. Und inzwischen ist in diesen Kreisen zwischen, gibt es eine Erhebung 14 und 29, eine Studie, dass immer mehr sich umorientieren und sagen, rechts, das, was ihr bietet als Ampel, geht nicht mehr, ist kein Angebot, worauf ich bauen kann als zukünftige Familienplanung. Ich habe Angst vor der Zukunft, ich habe Angst vor Krieg. Das ist das nächste Thema. Ich habe Angst vor meiner wirtschaftlichen Zukunft. Ihr könnt mir nicht mehr garantieren, dass ich hier in diesem Wettbewerb eine Wohnung bekomme. Dazu noch eine Arbeit, die mich erfüllt. Könnt ihr mir alles nicht mehr garantieren. Wird auch als Ziel durch diese Regierung nicht mehr ausgegeben, sondern ich soll irgendwelchen nicht für mich darstellbaren CO2-Werten hinterherhecheln und auf die Nachrichtenlage der WHO warten. Also da ist etwas in Gang gekommen. Ja. Dieses Ansprache an die jungen Leute, ihr sollt kein Auto fahren, ihr sollt Kettenfahrzeuge fahren, erzielt offensichtlich Wirkung. Und da an der Stelle sollten wir uns mehr konzentrieren, wo immer es die Möglichkeit gibt, mit jungen Leuten zu reden. Ich mache das in der Familie auch. Worüber sprecht ihr in der Schule? Wie seht ihr das? Habt ihr Fragen? Können wir mal zu dem Thema? Und dann kommt es so, dass die Zunge sich dann auch schon mal löst und dann hat man die Möglichkeit, vielleicht Einfluss drauf zu nehmen. Eine andere Chance bleibt uns nicht. Die haben jedenfalls für sich erkannt, dass diese Politik keine Zukunft bietet. Das hat man ringsherum in Europa erkannt. Es gibt die ersten Reaktionen, aus dem Green Deal auszusteigen, diesen Unfug einfach nicht mehr weiter zu betreiben. Da treffen sich 32 Staaten in Brüssel zu einer Konferenz, um über Atomenergie friedliche Nutzung zu reden. Ja, das sind doch alles Anzeichen. Das sind alles Anzeichen, dass sie die Einheit von 32 Staaten, die sie hier in Europa darstellen, und wir haben alle nur ein Ziel, wir wollen die Ukraine retten und der Russe muss eigentlich, ist nicht so. Das ist alles für die Medien, das sind alles Leute, die wissen, wenn uns das wegbricht, dann war es das. Dann müssen wir uns für all das, was da passiert ist, verantworten. Ja? Und diese Produktion von schönen Bildern. Der Habeck ist jetzt in den letzten 2 Tagen, hat er 3 Fabriken eröffnet, mit einem Spaten da irgendwo in der Erde rumgestochert. Er war in der Ukraine, in Kiew, der braucht gute Bilder. Der sieht, dass es nicht mehr funktioniert. Nee, der Wirtschaft geht es gut, nur die Zahlen sind schlecht. Den Unfug nimmt ihn einfach keiner mehr ab. Selbst die Öffentlich-Rechtlichen der Lanz, wenn die da auftauchen, stellen mittlerweile Fragen, das sind sie nicht gewohnt. Mit Kritik können diese Herrschaften bei Hofe nicht umgehen. Aber genau dafür sind wir ja da. Immer wieder den Daumen rein in die Scheiße. Immer wieder Druck machen. Immer wieder zu erklären. Wir lassen uns diesen Blödsinn von euch nicht gefallen. Ja, und die allergrößten Probleme neben all diesen Geschichten Energie, Wirtschaft und, entstehen bei den derzeitigen Bewegungen der NATO. Wir haben es oft genug gesagt, raus aus der NATO. Ich will einem Verein, der mich auf Krieg einschwören will, nicht angehören. Ich will nicht, dass meine Steuergelder dafür verwendet werden. Das ist mal ein Verteidigungsbündnis, als Verteidigungsbündnis gegründet worden. Und es hat sich vertraglich dazu verpflichtet, keine Angriffe, keine Ausweitung Richtung Osten. Und jetzt stehen sie da, Zeitenwende, Zeitenwende, Zeitenwende. Alles ist anders. Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Ja? Und jetzt rollen, dazu war vorgestern eine Pressekonferenz, die Bundespressekonferenz. Da sitzt dann ein Bundeswehrgeneral, ich hab den Namen nicht ganz da. Wie? Breuer, von mir aus hieß. Ja? Und der hat dann darüber berichtet, frohwiegend, dass also 80% der Bevölkerung dem zustimmen würde, ihren Übungen, na, der hat Spaß, lass ihn doch, 80% den Kriegshandlungen zusprechen würden und diesen Unterstützung von der Ukraine zustimmen würde und. Wir sind die anderen 80%. Wir sind die anderen 80%, die dagegen sind. Wenn sie sich an einer Stelle sicher wären, hätten sie es zur Abstimmung gestellt, um sich zu legitimieren. So, und dieser General setzt sich nun hin und sagt,
Jetzt findet also jetzt mit diesen 90.000, die kommen jetzt hier alle vorwiegend auf der Drehscheibe Deutschland. Wir sind also kein Land mehr, wir sind nur noch eine Drehscheibe für Kriegsmaterial. Der Bundesverwehrte sprach ja davon, dass die Krankenhäuser umgestellt werden müssen auf Kriegswirtschaft. Ja, er will da Lazarette draus machen. Und jetzt sitzen die Leute da und erklären uns mit mal, wir müssen kriegsbereit sein, wir müssen dem Russen drohen, wir müssen nach Osten marschieren. Und das Ganze gipfelte darin, er freue sich oder seine Soldaten freuen sich, wenn an der Straße die Bevölkerung stehen würde und winken. Aber nicht mit Deutschlandfahne. Nur winken würde reichen, das andere schafft zu viel Irritation. Und da habe ich gesagt, ja genau, da kriegt ihr feuchte Hosen, davon träumt ihr Schwätze, dass das Volk euch das Geld gibt dafür, ihr uns in den Krieg reinzehrt und ihr dafür auch noch Beifall kriegt. Wenn ich die Chance habe, stelle ich mich wie dieser Chinese damals auf dem Platz vor jede Panzer, vor jede rollende Fahrzeug. Und wenn es der Letzte ist, wir müssen ihnen zeigen, ihr kriegt von uns nicht so viel Unterstützung. Und wenn ihr sagt, wir unterstützen euch, lügt ihr. Ihr lügt ganz einfach. Und an alle, die in diesem Land Verantwortung tragen, ob als Beamte, als Politiker, ihr macht euch Verbrechen schuldig. Ist euch das nicht bewusst? Ihr verratet alles, was das Ergebnis des Zweiten Weltkrieges war. Ihr seid Verbrecher, wenn ihr hier in Deutschland zum Krieg auffordert. Und ich wünschte mir mehr so tapfere Staatsanwälte wie die, die den Kampf gegen Cum-Ex nicht aufgegeben hat. Die hat nur die Seite gewechselt. Und glaubt mir, die hat so viel Information in der Tasche, die kann denen richtig gefährlich werden. Ich hoffe, dass sie nicht irgendwann aus dem Fenster stürzt. Dass sie irgendwann noch da ist. So, und da wünschte ich mir in anderen Bereichen auch Richter, Beamte, Polizisten, die sich trauen, Bürgermeister, endlich zu sagen, wir steigen aus, wir wollen mit euch nicht zusammen verhaftet werden. Es bleibt weiter spannend in Deutschland und wir kommen wieder. Danke.